Hallo und willkommen zurück zu Ukop Unwritten Tales 2. Wir sind immer noch mit der Eve unterwegs und haben jetzt für unseren kleinen Wilbur Licht besorgt. Irgendwie hat die Musik ein paar Aussetzer. Okay, jetzt wieder. Wilbur? Ja? Ich habe ein wenig Sternenlicht für dich eingefangen. Damit sollte dein Lichtproblem keins mehr sein. Wirklich? Wow! Ich lasse dir den Klicker im Korb hinunter. Du darfst das Sternenlicht erst in der dunklen Höhle freilassen. Verstanden. Okay. Also die Tarnung können wir nicht runterschicken. Mit Hilfe des Korbs können Ivo und ich Gegenstände austauschen. Sehr praktisch, wenn einer von uns mal nicht weiterkommt. Mit Hilfe des Korbs können sehr praktisch. Ah, okay, der hatte schon den Klicker. Wundert euch nicht, warum ich mich ständig verdrück. Ja. So, jetzt aber. So, runter ins Loch und dann machen wir mal Licht an. Jetzt kommt einer der Stellen, die ich ganz besonders mag, weil die herrlich bescheuert ist und viele schöne Anspielungen hat. Wow. Oh, das ist aber hell. Ich kann sehen. Bei den Göttern seid ihr alt geworden. Ihr seid nur Statuen? Wir sind Götter, gefangen in den Statuen. Das ist übrigens eine spannende Geschichte. Könnte mir mal jemand hochhelfen? Danke. Hey, bei all dem Licht fällt mir ein Witz ein. Zwei Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine, was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere, klar, es brennt doch Licht. Könntest du ihn dafür dann jetzt vielleicht mit dem Gesicht nach unten in den Sand legen? Da liegt doch ein Ring. Das ist Remis Verkleinerungsring. Dann war er hier. Remi! Dieser See sieht seltsam aus. Das Wasser ist so dunkel und irgendwie nicht richtig. Oh, es ist richtiges Wasser. Dann könnte ich einfach zur Insel schwimmen? Hehe. Das würde ich an deiner Stelle nicht versuchen. Und wenn ich ein Floß baue oder ein kleines Ruderboot organisiere? Kein Boot kann diesen See überqueren, sprach die mächtige Stimme des Höchsten der Götter. Nur wir können dir erklären, wie du über den See kommst. Eine Statue? Halb verschüttet. Da drin scheint kein Gott zu stecken. Zumindest hat sie bisher noch kein Wort von sich gegeben. Eine Statue? Da drin scheint... Rede mit der Götterstatue. Wollen wir mal gucken. Ihr seid also Götter in Statuen? Hat man euch eingesperrt? Und so kam es, dass der junge Held die epische Geschichte vernahm, die
Die Statuen stellen uns dar. Es sind unsere letzten Zufluchtsorte. Ich dachte immer, Götter würden irgendwo schick in Wolkenpalästen wohnen. Ich lebte einst in vielen Tempeln, die mir geweiht waren. Gläubige trafen sich dort, diskutierten und beantworteten die schwierigsten Fragen. Und alle huldigten mir, Nygma, dem Gott der Rätsel. Und dann hat man dich vergessen und du hast ein paar hundert Jahre Sand gefressen. Er da nennt sich Jerry, der Gott der schlechten Witze. Der Gott des Humors. Das ist Avene, die Göttin der schönen Künste. Und ich bin... Hypnis, der Schwätzer. Der Gott der guten Geschichten. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, also Nygma sollte bekannt sein unter Batman-Fans. Und Jerry dürfte wohl eine Anspielung sein auf Jerry Lewis. Hallo, sagte der junge Held und stellte anschließend die alles entscheidende Frage. Ich mochte schon immer Geschichten. Besonders die Geschichte von Ritter Thilo, wie er ausritt, um den bösen Drachen zu erschlagen. Ja, eine meiner besten. Du hast die Geschichte von Ritter Thilo geschrieben? Ich habe alle Geschichten geschrieben, quasi. Junge verliebt sich in Mädchen, die Hure mit Herz, Happy End. Alles meine Erfindungen. Alles, was danach kam, waren nur Varianten. Wow. Außerdem habe ich die Wörter und, Breit und Marmelade erfunden, sowie die Buchstaben E, Q und L. Obendrein das Komma. Letzteres wurde von der Allgemeinheit aber leider nicht angenommen. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr hier seid und nicht einfach irgendwo hingeht, wo es schöner ist. Ich meine, ihr seid Götter. Könnt ihr nicht alles? Natürlich können wir das. Also, theoretisch. Praktisch glaubt schon lange niemand mehr an uns. Weißt du, wie Götter erschaffen werden, junger Mann? Ich dachte, alle Götter wären schon immer da gewesen. Wir erhalten unsere Macht, weil Leute an uns glauben. Es kann große Macht sein. Eine Macht, die Berge versetzen und Kriege heraufbeschwören kann. Aber wenn keiner mehr an einen glaubt, puff, dann bleibt nichts. Unsere Tempel wurden vor Jahrhunderten zerstört oder anderen, blutrünstigeren Göttern geweiht. Diese vier Statuen sind die letzten Überbleibsel unserer alten Religion. Sind sie verschwunden, wird sich niemand mehr an uns erinnern und wir werden aufhören zu existieren. Ich glaube, mein Freund Remy ist auf der Insel dort. Wie kann ich den See überqueren? Nun, es ist ganz einfach. So nun nicht. Erst einmal muss er ein paar Rätsel lösen. Ach, wir hatten doch schon das mit dem Licht. Können wir jetzt nicht einfach mit der Geschichte weitermachen? Früher haben uns die Leute gehuldigt, haben uns Opfer dargeboten, haben Tempel errichtet. Ich kann euch doch keinen Tempel bauen. Nein, aber du kannst uns huldigen, damit wir dir unsere Gunst erweisen. Ihr seid spitze. Wie armselig. Du musst jedem von uns ein Opfer darbieten oder uns einen Wunsch erfüllen. Irgendwie sowas. Oh ja. Und erst wenn du drei von uns auf deine Seite gezogen hast, verraten wir dir, wie du das dunkle Wasser gefahrlos überqueren kannst. Leute, das ist kein Spiel. Remy ist vielleicht in Gefahr. Wenn er im Tempel des Namenlosen ist, mit Sicherheit. Ein Grund mehr, dich zu beeilen. Hopp, hopp, Sterblicher, erlange unsere Gunst. Du hast gesagt, dass da auf der Insel sei der Tempel des Namenlosen. So ist es. Vor hunderten von Jahren wurde der Namenlose immer mächtiger und gewann immer mehr Anhänger. Natürlich sahen die Priester der anderen Götter das nicht gern. Also verboten sie, den Namen des Gottes auszusprechen, seine Symbole zu tragen oder zu ihm zu beten.
Diejenigen, die sich den dunklen Künsten verschrieben hatten und die Macht des Gottes für sich nutzen wollten, bauten diesen geheimen Tempel tief unter der Stadt. Dort feierten sie verbotene Rituale und vergrößerten die Macht des Gottes. Im Gegenzug bekamen sie unheimliche Kräfte von ihm. Klingt gar nicht gut. Das war es auch nicht. Irgendwann kam man ihnen auf die Spur und zerstörte den Tempel. Kurz darauf wurde der Namenlose verbannt und für Jahrhunderte regte sich nichts auf der Insel. Und was geschah dann mit dem Tempel? Wie geht die Geschichte weiter? Vor einigen Jahren tauchten Männer auf. Sie besuchten den Tempel und hielten dort Riten ab, die wir seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hatten. Dunkle Magier, die zu tief in alten Büchern geforscht und den Tempel ausfindig gemacht hatten. Sie bauten eine Maschine, über deren Zweck man nur spekulieren kann. Vielleicht wollten sie den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Wenn sie es wollten, so haben sie es nicht geschafft. Es wurde wieder still und dunkel auf der Insel. Ich glaube, die Magier wurden getötet. Dann könnte mein Zauberstab einem dieser dunklen Magier gehört haben? Ich weiß nichts von Zauberstäben. Ich weiß nur, dass der Tempel seit einigen Jahren von einem Geist bewohnt wird, der ihn niemals verlässt. Und Remy ist ausgerechnet auf diese verfluchte Insel gegangen. Das erinnert mich an eine alte Geschichte. Kurz nachdem die ersten Amphibien... Entschuldigung. Ich habe gerade keine Zeit für lange Geschichten. Na klar, lauf doch wieder durch die Gegend, schau dir Sachen an und versuch Dinge zusammen zu friemeln. Was soll ich für dich tun? Gar nichts. Ich wäre dafür, dass es mit der Geschichte vorangeht. Wir haben gesagt, er muss für jeden von uns eine Aufgabe lösen. Aber du weißt ja nicht, was auf der Insel passiert. Es wird sehr spannend und sehr emotional. Was passiert auf der Insel? Hier bei uns werden Rätsel gelöst, wenn man vorankommen will. Wie in der guten alten Zeit. Also gut, eine Aufgabe. Erzähle mir eine Geschichte. Das ist doch wohl kaum eine geeignete Aufgabe. Geschichten erzählen ist nicht leicht. Es muss eine kreative und spannende Geschichte sein, die meinen hohen Ansprüchen genügt. Na los, Kleiner, denk dir eine Geschichte aus und hau uns aus den Socken. Ein junger Farmer auf einem Planet mit zwei Sonnen? Das ist Star Wars. Ein Junge, der bei seinem fürchterlichen Verwandten unter einer Treppe lebt? Harry Potter. Ein Archäologe, der gerade noch eine große Steinkugel im Kopf? Wer kann das wohl sein? Und ein kleiner Löwe, der Sohn des Königs in der Savanne ist. Ich denke mal, alle vier sollten bekannt sein. Wir nehmen mal Star Wars. Also, ein junger Farmer auf einem Planeten mit zwei Sonnen? Ja, weiß gar nicht, mit Taschenuhr ist Alice. Na gut, die 13 Zwergen. Das sollte klar sein. Unsinkbares Schiff. Ja, sehr viele Anspielungen. Wir nehmen mal die Superkräfte. Also der bemerkt, dass er Superkräfte okay, hat, das war jetzt Spider-Man. Nachdem er von einer Spinne gebissen wurde. Ah, packende Prämisse, spannende Charaktere. Der erste Akt ist geschafft. Wie ist die weitere Entwicklung? Und was ist der Showdown? Matrix. Also er trifft einen Mann mit einer roten, einer blauen Pille. Er hat Hunger und soll in der Arena in einem tödlichen Wettbewerb gegen andere kämpfen. Später, naja, auch bekannt, er wird Kapitän und bekommt es mit Zombie- und Tintenfischpiraten zu tun. Also da wird echt alles auf die Schippe genommen. Als sein Vater stirbt, wird er das Oberhaupt der Familie und nimmt blutige Rache. Ja, ich würde sagen, nehmen wir das. Ja, also dann als nächstes stirbt sein Vater. Er wird das Oberhaupt der Familie und nimmt blutige Rache. Später. Ah, so viel Anspielung hier. Roboterfreund und flüssigen Eisen.
Ja, das ist eindeutig Terminator 2. Nehmen wir mal Terminator. Wird sein Roboterfreund ins flüssige Eisen hinabgelassen. Doch dann der Twist. Es Kaiser Souls, es war ein Traum in einem Traum. Edgar Allan Poe. Er war die ganze Zeit selber tot. Er war die ganze Zeit selber tot. Ah, sehr originell. Wieso tot? Meine Unterstützung hast du, junger Freund. Damit habe ich einen Gott schon mal auf meiner Seite. Fehlen noch zwei. Wir werden natürlich alle Götter. Jetzt kommt Nygma-Gott der Rätsel. Das ist übrigens eine geniale Anspielung, die mir gefällt. Guten Tag. Wünschst du mir einen guten Tag? Oder meinst du, dass es ein guter Tag ist, egal was wir wünschen? Oder dass du an diesem Tag alles schön und gut findest? Gandalf. Ah, oh, ist das gut. Wenn du der Gott der Rätsel bist, müssen wir, glaube ich, mal ein ernstes Wort miteinander reden. Wieso? Warum muss immer alles so kompliziert sein? Eine unverschlossene Truhe. Jemand, der einem ohne Gegenleistung hilft. Ist das denn zu viel verlangt? Nichts in dieser Welt, das sich zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Ja, aber Schachrätsel, um Türen zu öffnen? Komplizierte Maschinen in untergegangenen Tempeln, die völlig sinnlos gewesen sein müssen, als der Tempel noch in Betrieb war? Meine Rede lenkt alles nur von der Geschichte ab. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein Tänzchen aufführen, um für einen Blitzeinschlag zu sorgen, ist doch großartig. Das war aus Teil 1. Ich schätze mal, deine Gunst kann man nur erlangen, wenn man irgendwelche seltsamen Aufgaben erledigt. Nein, keine Aufgaben. Rätselfragen. Das ist alles, was mir geblieben ist. Wenn du mir eine Frage stellst, die ich nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Das kommt mir bekannt vor. Mein erstes Rätsel für dich lautet: Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Das ist natürlich ein Berg. Wer kennt nicht der Hobbit? Ach ja, die Fragen von Gollum, das fand ich so geil. Wurzeln, die keiner sieht, höher als ein Baum, wächst aber nie. Ein Berg. Es könnte ein Berg sein. Es ist ein Berg. Gut gemacht. Du bist an der Reihe. Stell mir eine Frage. Wenn ich sie nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Was habe ich in meiner Tasche? Diese Frage nehme ich ganz zum Schluss. Was ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? 41,5. Bist du sicher? Natürlich, ich bin der Gott der Rätsel. Ich bin absolut allwissend. Andere können sich verrechnen. Ich nicht. Aber ich bin dran. Das war auch eine Anspielung. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst malen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Zähne. Ach, ist das schön. Die ganzen Rätsel aus der Hobbit. Das war natürlich eine Aufgabe, die ich ohne Probleme gelöst habe. Aber ich find's geil. 32. Weiß auf einem roten Hang. Zähne. Nun, das ist richtig. Cleveres kleines Kerlchen. Du bist dran. Wie ist das Geräusch eines fallenden Baumes, der mit nur einer Hand gefällt wird?
Und zwar, wenn niemand hinhört. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Natürlich ist es das. Ich bin der Gott der Rätsel. Ich bin absolut allwissend. Aber ich bin dran. Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift. Kein Mund hat's getan. Der Wind. Schreien, fliegen, beißen, murmeln und pfeifen? Ganz klar, der Wind. Na gut, das war aber auch einfach. Du bist dran. Versuch dein Bestes. Jetzt kommt die legendäre Frage. Was habe ich in meiner Tasche? Was habe ich in meiner Tasche? Ein paar Flusen. Und außerdem ein Ring. Ein Verkleinerungsring, um genau zu sein. Ein Handspiegel. Ein magisches Gerät, das einige einen Klicker nennen. Und nein, das war's. Wow, beeindruckend. Tja, Gott der Rätsel, allwissend und allmächtig, nett sie kennenzulernen. Ich bin dran. Etwas, das alles und jeden verschlingt. Baum, der rauscht, Vogel, der singt. Frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein. Zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein. Die Zeit. Schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast. Trägt mächtigen Fels fort als leichte Last. Du meinst die Zeit, oder? Nichts kann sich davor verstecken. Kein Baum, kein Stein, kein König. Nicht einmal Götter. Alles hat seine Zeit und alles geht vorüber. Richtige Antwort. Du bist dran. Wenn du allwissend und allmächtig bist, kannst du dir eine Frage ausdenken, die so schwierig ist, dass du sie nicht beantworten kannst? Natürlich, ich kann alles. Aber wenn du auch allwissend bist, müsstest du die Antwort auf jede Frage kennen. Natürlich weiß ich... Hier ist mein Angebot. Du schenkst mir deine Gunst und wir lassen das lästige Thema Allmacht unter den Tisch fallen. Damit hast du die eigentliche Aufgabe, die ich dir ohne dein Wissen gestellt habe, gemeistert. Du hast meine Gunst erlangt, spitzfindiger Sterblicher. Damit habe ich zwei Götter in der Tasche. Ach, der Gott der Rätselnygma ist so genial. Das war mein Highlight hier unten in der Höhle. Wir haben 23 Minuten. Wir können noch weitere Götter machen und dann machen wir einen Cut. Ah, ist das gut. Was hat es mit dieser gruselig verzierten Nische auf sich? Fehlt da eine Statue? Fehlen würde ich das nicht nennen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo es das Gute gibt, muss es auch das Böse geben. Der Namenlose war vielleicht der mächtigste von uns. Wann immer jemand etwas Böses tat, glaubten die Leute, er stecke dahinter. Oh, und weil jeder an ihn glaubte? Wurde er mächtiger und mächtiger. Es war bequem für die Leute. Sie konnten all ihre schlechten Taten auf ihn abwälzen. Wo ist er heute? Man hat ihn in eine Kerkerdimension verbannt. Es ist die vielleicht größte Geschichte aller Zeiten. Diablo. Die ein anderes Mal erzählt werden soll. Man hat ihn verbannt und an seine Stelle viele kleine Götter gesetzt. Murphy, der Gott des blöden Zufalls. Montag, der Gott der schlechten Laune. Alk, der Gott der Trunkenheit. Hunderte, tausende kleine Götter, denen die Leute die Schuld geben können, wenn sie etwas Böses oder Dummes tun. Hi. Hallo, junger Freund.
Sind die schönen Künste sowas wie Malen und Basteln? Alles ist Kunst. Nichts in dieser Welt existiert, ohne Kunst zu sein. Deswegen bin ich ja auch die wichtigste Göttin hier. Ha, die Welt besteht aus Geschichten. Ohne Humor wäre alles fad. Jedes Mal, wenn ein Maler zu einem Pinsel greift, ein Bildhauer zu einem Meißel oder ein Barde zur Laute, so singen sie mein Loblied. Der Maler und der Bildhauer singen auch? Lass sie, Kleiner, sie hat's nicht so mit Worten. Und was soll ich tun, um deine Gunst zu erlangen? Kannst du tanzen? Klar. Okay, meine erste Forderung, hör auf. Und mach das nie wieder. Malerei, Bildhauerei, Musik, wie sieht es damit aus? Tanzen kann ich am besten. Gut, dann überlassen wir die Kunst lieber den Profis, wie mir. Ich würde gerne wieder singen, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie die Töne klingen. Besorg mir eine Stimmgabel oder etwas in der Art. Wenn ich die Töne höre, wird mir schon wieder alles einfallen. Ich muss weiter. Gehe und erschaffe etwas. Wir brauchen eine Stimmgabel. Ah, wir haben noch den Gott des Humors. Huhu. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Der Gott des Humors? Hört sich so an, als würdest du viel zu lachen haben. Oh, natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Es ist schlimm, wenn man immer und immer und immer wieder dieselben Witze hören muss. Ihr habt einfach nur keinen Humor. Passt auf. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Oder kennt ihr den? Ja, kennen wir. Spaßbremsen. Du bist so gut drauf. Du hilfst mir doch bestimmt so, auf die Insel zu kommen, oder? Oh, Komiker haben eine düstere Seite. Es ist nicht einfach, alle Welt zum Lachen zu bringen. Was weißt du schon davon? Ich bin der Gott des Humors. Ich habe das Tete, Tete, Tete erfunden. Nur damit die Leute wissen, wann sie lachen müssen. Ach ja? Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Sagt der eine, der schmeckt aber komisch. Na, na? Der war neu. Siehst du, es ist ein hartes Geschäft, die Leute von den Sitzen zu hauen. Euch ist das allen nur nicht bewusst, weil ihr es nie selber ausprobiert habt. Hey, das ist es! Das ist meine Aufgabe für dich, Sterblicher. Bring mich zum Lachen! Ich soll dir einen Witz erzählen? Der so witzig ist, dass ich aus tiefstem Herzen lachen muss. Es muss ein Brüller sein. Ich glaube, ich kenne keine Witze. So ein Quatsch. Jeder kennt Witze. Die meisten sind natürlich kein Material, mit dem man einen Gott zum Lachen bringen kann. Aber trotzdem, frag am besten herum und versuch dein Glück. Ich muss weiter. Ja. Jetzt haben wir erstmal soweit alle bedient und da wir noch ein bisschen was tun müssen dafür, würde ich sagen, wir machen einen Cut. Denn, wir müssen uns ein paar Witze besorgen und eine Stimmgabel und das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und da wir schon wieder ein bisschen drüber sind, machen wir dann lieber einen Cut und machen ein andermal weiter. Bis dann.